Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Fohies 82 mit einer neuen Review für euch. Ja, und ich war ja in den letzten 4 Tagen in München mit meiner Familie, habe da einen kleinen Kurzurlaub gemacht mit Therme Erding und auch 2 Tage in München gewesen. Und was wir dann erlebt haben, da gibt es auch noch 2 separate Videos, aber die kommen erst ein bisschen später. Aber wenn ich schon mal in München war, dachte ich mir, dann möchte ich auch gerne mal eine Vorpremiere erleben im größten oder in der größten Leinwand Münchens, im MK6, im Mathesers Filmpalast. Und war dann dort direkt in Alien Romulus, der neuesten Teil der Alien-Saga. Und ich muss gestehen, ich war bei diesem Film ein bisschen skeptisch und ja, leider ist es auch so gewesen. Denn gut, Fede Alvarez hat er auch Evil Dead gemacht, musste ich mir erst mal schön gucken, aber Don't Breathe fand ich von Anfang an extrem spannend. Und ob es auch bei Alien Romulus so funktioniert mit dem schönen Gucken, ich weiß es nicht so ganz. Ja, natürlich bei Facebook schon wieder viele Nachrichten, wahnsinnig guter Film, spannend, atmosphärisch gut und Wahnsinn, genialer Film. Okay, das ist schön für euch, dass euch der Film gefallen hat. Ich habe da eine etwas andere Meinung dazu und es ist auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, traurig, weil ich habe mich auch ein bisschen auf diesen Film gefreut, gebe ich zu. Ein neuer Alien-Teil mit einem richtigen Alien, nicht so wie Prometheus, wo es ruhig war oder ruhig erzählt ist. Auch das ist also okay. Alien Covenant, ja. Die Crew war damals extrem dämlich, aber auch da gab es schon so ein Vorgängermodell von einem Alien. Aber eben das echte Alien mit Sigourney Weaver, wie man es eben von damals kennt, das freute ich mich, wieder zu sehen zu dürfen, denn ich habe Alien Isolation gespielt und Isolation, dieses Spiel ist mega spannend. Spielt dieses Spiel, denn ich verstehe bis heute nicht, warum wurde das nicht verfilmt? Denn das war wirklich spannend. Aber gut. Gut, wir fangen mal einfach mal von vorne an und gehen dann mal zu meiner persönlichen Meinung über. Und ja, die Vorpremiere von dem Film war wirklich echt cool. Da gab es eben auch ein Gewinnspiel vorher. Meine Frau und meine Tochter waren in Alles steht Kopf 2 nochmal drin. Die mussten recht lange warten auf mich, bis der Film dann aus war. Und eben das Gewinnspiel auch etwas länger gedauert. Sie mussten eben 5 Schätzfragen beantworten. Ich habe mich auch gemeldet bei der bin ich nicht ausgewählt worden, waren echt coole Schätzfragen dabei über die Alien-Reihe auch und man konnte eben dann dort die Gutscheine gewinnen für die Therme Erding, was echt sehr cool war. Und ja, ein paar Einblicke von diesem Kino gibt es ganz zum Schluss jetzt hier noch von mir mit ein paar Bildern, ein Video dazu noch, mehr aber nicht. Und ja, kommen wir jetzt mal zu Alien Romulus. Der Film geht 119 Minuten. Und glaubt mir, der Film geht 30 Minuten zu lange. Warum? Dazu kommen wir auch gleich noch. Ist ab 16 dann freigegeben, also nicht so, was ich gehofft habe, weil es hatte schon geheißen, die schlimmste Szene aller Zeiten waren da zu sehen. Klar, ne? Ab 16 Jahren, nein. War mir vollkommen klar, dass das eher doch ab 16 war, wie auch alle anderen Teile auch. Ja. Und wie gesagt, Regie führte hier Fede Alvarez, hat Evil Dead gemacht und auch Don't Breathe. Und jetzt kommen wir schon mal zu meinen größten Problemen von diesem Film, eben die Darsteller. Alles Jungdarsteller, kein alter Hase mehr dabei, also keine Sigourney Weaver, nein. Und auch wirklich nichts etwas, ja, Erfahrenes. Kann jetzt vielleicht nicht schlimm sein, aber ich bin einfach kein Freund von diesen ganzen neuen jugendlichen Schauspielern, die mir einfach überhaupt nicht zusagen. Und hier haben wir eben einmal die Kaylee Spenny. Spielt hier die Ryan, hat auch mitgespielt bei Pacific Rim 2 und auch bei dem sehr speziellen Civil War, der mir aber auch trotz allem sehr gut gefallen hat. Dann haben wir noch den David Johnson, ist der Andy, hat nur in einer Serie mitgespielt, zum Beispiel Industry hat die Serie geheißen. Und der Archie Ronnox ist der Taylor, hat mitgespielt bei dem Morbius, auch das kein sehr guter Film. Und noch die Isabella Merced, heißt die, ist die Kay, hat mitgespielt bei Transformers Last Night und auch bei Madame Web. Und der Spike Fern ist der Björn, hat mitgespielt bei Back in Black und auch in The Batman. Keine Sorge, in diesem Video wird jetzt von Alien Romulus nicht viel gespoilert. Oder ich versuche gar nicht zu spoilern. Die Geschichte ist eigentlich ganz einfach zu nennen. Ja. Es handelt sich von ein paar jugendliche Gruppe, die versucht eben
aus von einem Planeten zu fliehen und versucht ihm dann eine Raumstation zu plündern, um halt eben dort in den Kühlschlafkammern zu nehmen, um in einen anderen Planeten, fernen Planeten hinzureisen. Und dort entdecken sie eben ein schreckliches Geheimnis. Ja, so viel schon mal zu der Story. Nicht sehr groß weltbewegend, muss man auch klipp und klar sagen. Aber ein bisschen Wissenswertes habe ich auch schon herausgefunden von diesem Film. Auch da nicht sehr viel, aber ein bisschen gibt es was. Seit 2019 ist schon bekannt gegeben worden, dass eben ein neuer Alien-Teil gedreht werden sollte. Und 2022 ist dann bekannt gewesen, dass auch hier Fede Alvarez die Regie übernimmt. Das Budget lag bei diesem Film bei ca. 80 Millionen US-Dollar laut Aussagen von Wikipedia und auch anderen Stellen im Internet. Und ursprünglich war dann geplant, am 9. Februar 2023 mit den Dreharbeiten zu beginnen, aber aus unbekannten Gründen wurden eben diese nach hinten verschoben. Aber die Dreharbeiten fanden dann in Budapest statt und endeten dann am 3. Juli 2023. Ursprünglich war auch geplant, den Film von Disney Plus über Hulu zu veröffentlichen, wie auch schon bei Prey, aber das wurde dann Gott sei Dank über Bord geworfen und der Film ist seit dem 15. August in den deutschen Kinos zu sehen und seit heute am 16. August auch in den USA zu sehen. So wie schon mal zu den Wissenswertes mal gucken, wie erfolgreich der Film wird. Es gibt ja diverse verschiedene Popcorn-Eimer, mega coole Eimer auch, die hätte ich auch gerne gehabt. Also wenn irgendeiner sowas mir kostengünstig, also nicht eBay-Preise anbieten würde, würde ich mich sehr darüber freuen, über einen Popcorn-Eimer oder auch über den Trinkbecher oder auch über den Alien-Kopf an sich, wäre wirklich stark, aber ich zahle auf jeden Fall keine Unsummen, das mache ich garantiert nicht, weil das dafür ist mir der Film einfach nicht so wichtig. Und das ist jetzt schon ein klares Stichwort, nicht so wichtig, ein Alien-Teil, ich liebe die komplette Alien-Reihe, wirklich, die 1 bis 4, ich mag alle 4. Auch den vierten mag ich auch sehr gerne. Der dritte ist für mich eher der schwächste Teil, für mich persönlich, aber wie gesagt, die Geschmäcker sind immer verschieden. Teil 1, Teil 2 ist einfach überragend. Teil 4 kommt für mich auch immer der ganze Frage. Damit war ich auch das erste Mal im Kino mit Alien. Das ist auch diese Verbindung auch zu dem vierten Teil. Und ja, kommen wir jetzt noch zu meiner persönlichen Meinung, zu Alien Romulus. Und wie gesagt, ich habe mich wirklich auf diesen Film teilweise gefreut. Ein bisschen Angst habe ich auch vor diesem Film gehabt, ob er wirklich überzeugen kann. Und zur Story. Natürlich, die Story ist wirklich belanglos. Also wirklich absolut belanglos. Diese Jugendlichen versuchen eben dann zu flüchten mit einem Fracht und kommen eben auf diese Raumstation an. Ja, um eben dort eben weiter zu fliehen, jetzt eben nichts gerade Großartiges erwarten. Aber der Film ist wirklich verdammt gut gemacht. Er hat eine wirklich sehr dunkle Atmosphäre aufgebaut. Vor allem die ersten Minuten dachte ich, okay, mal gucken, wie das wird mit den ganzen Jugenddarstellern. War ich ein bisschen skeptisch, aber dann auf der Raumstation ist die Spannung schon erhoben worden. Und der Film ist sehr, sehr spannend. Wirklich sehr spannend. Man hat hier wirklich eine extrem gute Atmosphäre aufgebaut. Eine wunderschöne Hommage auch an die alten Filme. Ja, man kann wieder hier Fanservice davon reden. Ich finde jetzt Fanservice jetzt nicht unbedingt schlimm. Und auch jetzt nicht unbedingt so extrem gravierend. Es wurden hier wirklich einige schöne Dinge gezeigt, die ihm auch an andere Filme auch erinnern. Auch an die ruhige Gangart am Anfang des Films. Was dann aber zum Schluss dann doch eher über Bord geworfen wurde. Und es gibt auch doch einige spannende Gänsehautmomente, wo wirklich sehr gut rübergekommen ist. Ich sage bloß Face-Hutcher-Szene. Die war wirklich sehr, sehr spannend gemacht. Und von allen Alien-Teilen ist ein bisschen was dabei. Also Alien 1, 2 und auch Alien 4. Teil 3 ist eher nicht mehr dabei. Ist eher ausgeklammert worden. Finde ich aber auch gar nicht mal so ganz dramatisch. Aber dann kommen wir eben zu dem größten Problem von diesem Film. Und das ist für mich wirklich der Schluss. Der Schluss hat mich wirklich schockiert, wie man sowas machen konnte. Da hatten sie eigentlich versucht, noch eins draufzusetzen. Und das war der Fehler. Für mich hätte der Film enden müssen, wo es einfach in die Kryokammer eingegangen ist. Und das wäre es gewesen. Damit hätte der Film enden sollen. Das, was danach kommt, war völliger Bullshit. Und das ging nicht nur mir so, sondern auch wirklich alle anderen um mich herum. Die haben nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Und mussten sogar auch wirklich lachen über diese Szene, die gekommen sind. Und ich fand es einfach nur grässlich. Der Schluss ist absolut furchtbar. Bitte geht raus. Geht raus. Wenn ihr seht, dass jetzt hier in die Kyro-Kammer reingehen, geht raus.
ihr wollt den Schluss nicht sehen. Es hat mich komplett, der komplette Film wurde vom Schluss komplett versaut. Komplett. Ging gar nicht. Also es ging absolut überhaupt nicht. Und ich habe mich auch mit so einem netten Mann unterhalten, noch nach dem Kino. Hier zeige ich Grüß, mein Lieben. Gern kommentieren, wenn ihr es wieder sehen sollt. Also auch wenn du in Kontakt bleiben. War wirklich ein wunderbares Gespräch mit euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir noch viel länger uns unterhalten können noch. Aber ich muss leider dann zum Zug mit meiner Familie, denn die hat mich dann gefroren. Und war auf jeden Fall ein ganz tolles Gespräch mit euch beiden. Und ja, geht raus, ihr wollt das nicht sehen. Es ist einfach nur furchtbar, wirklich furchtbar. Aber auch, ja, ich will jetzt nicht dazu was spoilern. Charaktere, wie gesagt, die Charaktere wirkt am Anfang eher wie ein Slasher-Film, Teenie-Slasher-Film. Kann mich auch wirklich wenig mit diesen Leuten auch identifizieren, gebe ich zu, weil es einfach nicht meine Generation ist, ja, und damit habe ich auch echt meine Probleme. Aber muss wirklich jetzt sagen, dass die Kaylee Spenny die Rolle eben von der Wine hier sehr gut gespielt hat. Sie trägt eigentlich auch den kompletten Film auch auf ihren Schultern, genauso wie auch dann der ähnliche Spiel von David Johnson, der auch hier eine wunderbare, ja, Entwicklung in diesem Film weitermacht. Was ich auch wirklich sehr spannend fand, auch vor allem natürlich auch dann die Entstehung dazu. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, was nämlich das ist oder was da passiert. Das fand ich wirklich sehr gut gemacht und auch im Laufe des Films diese Verwandlung fand ich wirklich sehr, sehr stark. Alle anderen Charaktere waren entweder extrem nervig oder komplett blass, die einfach null Hintergrund gehabt haben. Und man war eigentlich froh, dass die doch recht bald das zeitliche gesegnet haben. Weg damit. Und ja, die anderen beiden waren wirklich eher uninteressant. Gut, kommen wir noch zu den Effekten, Kamera und auch zu den Kulissen. Das sieht man wirklich, für mich persönlich auch hier die Stärke des Films, ist eben alleine schon die Kulissen. Denn hier wurde eben noch nicht sehr viel, natürlich wurde auch mit Greenscreen gearbeitet, aber man sieht auch hier noch handgemachte Kulissen aufgebaut. Und das fand ich auch hier wirklich sehr, sehr stark und auch sehr gut gemacht. Also die Atmosphäre von diesem Film tut sich auch durch die Kulissen auch mit aufbauen. Und sahen wirklich auch verdammt gut aus, auch passen auch zu dieser damaligen Zeit, so Alien 1 und Alien 2, Entschuldigung, fand ich hier wirklich sehr gut gemacht und man hat auch hier wirklich das Gefühl, man ist auch wirklich hier mittendrin. Allein diese dunklen Gänge, diese Farbgebung, die Beleuchtung, alles hier wirklich sehr atmosphärisch gemacht worden und auch wirklich sehr spannend aufgebaut worden. Die Spannung baut sich wirklich langsam auf, durch die engen Räume auch. Und das fand ich hier wirklich sehr, sehr gut. Auch hier eine Stärke des Films ist auf jeden Fall auch hier allein der Anfang vom Kulissenaufbau. Muss man hier klipp und klar sagen, ist wirklich sehr stark gemacht. Auch natürlich, wir haben hier auch einige blutige Effekte und auch ein paar eklige Effekte, wird auch hier genannt. Für alle, die Alien und Aliens kennen, haben damit keine Probleme. Für alle, die noch kein Alien gesehen haben sollten, könnte es ein bisschen ekliger sein, aber natürlich für einen Alien-Veteran wie ihr oder wie ich es bin, war es jetzt nichts Dramatisches. Ich habe auch mehrfach sogar auch ein bisschen drüber gelacht, weil manche Blutiges auch doch recht schön waren, aber ihr wisst, ich bin auch ein bisschen krank im Kopf und von daher ist es auch voll ganz in Ordnung. Kommen noch zu dem Alien an sich. Ja, Alien, ja, fand ich auch hier wirklich sehr gut gemacht. Also kommt schon eher an die alten Teile wieder ran. Natürlich moderner wird das Ganze. Schaut wirklich schon sehr, sehr furchteinflößend aus. Mit viel Schleim. Aber auch natürlich die Face-Hutcher, die hier rüberkommen. Auch die fand ich wirklich sehr gut. Vor allem die finde ich sogar ein bisschen gruseliger als das Alien sogar. Die sind wirklich alles beides sehr gut gemacht worden. Alien kommt eventuell ein bisschen zu kurz vor. Ja, aber der Schluss, wie gesagt, ich will über den Schluss eigentlich nicht reden, weil es einfach grausam war. Grausam. Okay, ja, dann aber noch die manche Effekte. Und da gibt es einen Effekt, wo eben ein bekannter Darsteller aus einem anderen Alien-Teil, ich will es auch hier keinen Namen nennen, mit einer KI verbessert oder verändert wurde. Und das sieht absolut furchtbar aus. Ganz schlecht. Also man hat es ja von Tarkin und auch von Leo Organa gesehen, die sahen damals zwar künstlich aus, aber wesentlich besser als das, was man hier bei Alien gesehen hat. Das fand ich wirklich ganz schlimm. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm, diese AI oder KI-Verwandlung von dem Charakter. Ganz schlimm.
Auch, wie gesagt, der Schluss. Der Schluss, diese Effekte, dieser Effekt von das, was man da sieht, grausam. Grausam. Ich war nur entsetzt. Was ist denn das? Was kommt jetzt hier? Was passiert hier? Wie kann man diesen Film dann so extrem versauen? Wirklich extrem versauen. Die ersten 1,5 Stunden waren wirklich verdammt spannend, gut gemacht. Habe ich keine Probleme damit gehabt. Auch meinen jungen Darstellern konnte ich damit leben, weil sie auch weiterentwickelt haben, manche. Aber der Schluss war für mich wirklich der absolute Reinfall. Und das hat mich wirklich zutiefst getroffen und hat auch an der Punkte extrem nach unten gezogen. Ja. Gut. Meine persönliche Meinung jetzt, dieser Film ist hier zu 100% der Spruch wahr. Weniger ist manchmal mehr, denn die letzten 30 Minuten kann man sich wunderbar in die Tonne treten. Lasst's weg. Vielleicht gibt's eine geschnittene Fassung auf Blu-ray oder auf 4K, dass man eben diesen Schluss wegschneiden kann und dass es das nicht mehr gibt. Braucht man nicht. Diese 90 Minuten oder 100 Minuten hätten voll und ganz ausgelangt und das Schluss, warum? Das war wirklich so, wir müssen jetzt noch eins draufsetzen, um es noch ekliger zu machen. So kann man das sagen, aber es hat nicht funktioniert, es war einfach nur dämlich. Einfach nur dämlich. Wie gesagt, der Film ist die ersten 90, 100 Minuten echt spannend gemacht. Coole Kulissen, Atmosphäre gut, spannend aufgebaut. Gänsehautmomente gibt es auch, einige ekelhafte Momente. Unbedingt das angucken, aber der Schluss ist absolut scheiße. Und deswegen ist für mich Alien Romulus wirklich eine Enttäuschung des Jahres, weil der Schluss hat wirklich komplett versaut. Und deswegen bekommt von mir Alien Romulus 4 von 10 Punkten. Ich war schon kurz davor zu sagen, okay, ich mache 3 von 10 Punkten. Aber die Atmosphäre und natürlich auch die Spannung ist noch ein bisschen noch höher. Deswegen 4 von 10 Punkte. Aber es war wirklich, ja. Diesen Film muss ich mir auf jeden Fall schön gucken, wenn er zu Hause natürlich kommt. Ich werde mir natürlich auch holen, um die komplette Saga noch wieder komplett zu haben. Ist vollkommen ganz klar. Aber nochmal, geht raus. Geht raus. Wirklich, macht es. Geht raus. Ja, geht raus. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß, von was ich rede. Aber vielleicht, gut, meine persönliche Meinung. Ihr könnt jetzt gerne, kommentieren, wie ihr denn den Schluss fandet. Ohne zu spoilern vielleicht, einfach hinschreiben. Ja, fand ich gut, fand ich mega gut oder super geile Effekte. Oder sagt einfach, nee, ging auch nicht, absolut nicht. Also gerne Kommentare reinschreiben. Und ich habe es soweit spoilerfrei gehalten wie möglich. Ich denke, ich habe jetzt nicht viel erzählt davon. Und jetzt kommen noch ein paar Eindrücke noch zu dem Matthäus Filmpalast im MK6. Und ja, kurz noch zu dem Deepbox-Erfahrung. Da muss ich auch sagen, die Deepbox-Sitze haben mich ein bisschen genervt. Denn die Deepbox-Sitze waren nicht nur so ganz geölt und haben wirklich bei jeder Bewegung geknarzt. Und das hat auch die Stimmung noch ein bisschen gekickt. Also, ich würde den Film nicht mehr in den Deepbox jetzt angucken. Avatar 2 war damals wirklich sehr cool. Da waren natürlich die Sitze ein bisschen geölt. Da gab es nämlich keine Bewegungen. Das hat, bei ruhigen Momenten, auf einmal fängt der Stuhl an zu knarzen. Ja, also das Deepbox-Erlebnis war leider doch eher ein Reinfall, gebe ich zu. Vielleicht gehe ich nochmal ins Kino rein und gebe nochmal eine Chance hier in Bayreuth. Aber ich muss echt sagen, es war eine Enttäuschung. Also 4 von 10 Punkte bekommt von mir Alien Romulus. Und jetzt viel Spaß noch mit den kleinen Einblicken ins Matthäus Filmpalast. Und wir sehen uns bald wieder. Gerne Kommentare reinschreiben, wie ihr Alien Romulus findet. Gerne Kommentare reinschreiben, würde mich freuen. Und es ist nur meine persönliche Meinung, sie muss euch nicht passen. Akzeptiert es einfach und gerne reinschreiben, wie ihr den Film fandet. Bis dann, tschüss mit Ö und tschüss.